Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe schon mal das war wieder knapp kein Strom. Das ist ja auch wieder. Konnte wieder nicht anders sein, dass da kein Strom ist. Ich habe schon mal das Nafta quasi jetzt hier angeschlossen. Das heißt, von hier aus wird das Nafta schon mal da durch, hier rum, darüber, hier runter und dann bis dahin transportiert. Jetzt muss ich da noch eine kleine Verbindung legen, damit das verbunden ist und dann ist das von der anderen Seite abgekoppelt. Das heißt, von dort kriegen wir jetzt kein Nafta mehr hierher. Das Schöne ist, ich kann da drüben dann wirklich großflächig, da wenn wir sicherlich auch Spaß dran haben, diesen ganzen Bereich hier abräumen und wegräumen und kann dann hier solche, sag mal, Mini-Produktionsstätten hinbauen, die dann mit Robotern bedient werden. Mal gucken, wie gut oder schlecht das klappt. So, dann brauche ich jetzt noch das Fuel Oil und ich hoffe, dass ich hier einfach oben drüber springen kann. Sehr gut. So, so. Da dran. So. Und dann geht es hier rüber. Alles nicht gerade. Aber auch egal, fast, hätte ich gesagt. So, jetzt müssen wir das Fuel Oil mal hier sammeln. Das sammeln wir in der Höhe. So. Dann das Fass, so. Und dann hier eine Pumperella hin. Und dann in die Höhe. So. Dann müsste dort das Fuel Oil auch dort ankommen, wo wir es brauchen. Und da brauchen wir es nicht mehr. So, damit haben wir hier auch wieder Fuel Oil. Gut, liegt das da. Ne? Nafta-Produktion. Ja, wir müssen gucken. Ne? Also an irgendwas kannst du natürlich irgendwann immer mal wieder scheitern hier. Da müssen wir wirklich... Und das sollte eigentlich auch generell immer weggehen, aber da könnten wir auch noch einen Tank, also weiß ich nicht, da haben wir jetzt hier einen Tank noch, der gerade ein bisschen wahrscheinlich voll gepumpt wird. Der ist schon voll. Also es könnte jetzt hier dran liegen, dass wir da vielleicht einen Zwischentank bauen müssen. Aber generell sollten die Dinger hier eigentlich immer voll produzieren und dann müsste eigentlich genügend bei rumkommen, oder? 2070 haben wir hier, beziehungsweise was produzieren wir hier? 2070 produzieren wir hier. Wie viel brauchen wir? Eigentlich müsste ich Überproduktion von 10 Fuel Oil haben. Genau. Müsste eigentlich alles. Da brauchen wir 10, da brauchen wir 10 und hier brauchen wir 60. Ja. Sollte sich eigentlich ausgehen, wenn genügend von den anderen Flüssigkeiten immer da sind. Aber hier ist der Ausgang voll mit dem Fuel Oil. Ich da nicht gerade gebaut. Das ist natürlich so suboptimal. Gut, so und jetzt müssen wir noch das andere Zeug hier herstellen aus dem Zeug, wo wir das Splitting machen müssen und dann in Kesseln legen und naja. Dann bei über 80% müssen wir dann immer überall noch einen Dings ran machen, also überall ein 80% Ventil ranbauen, weil ich es dann wegwirft oder so. Obwohl hier eigentlich nicht, ne? Weil hier, das kann voll produziert, wenn es steht, wenigstens das hier unten. Und hier müssen wir uns auch einen Kessel, ich glaube den Kessel, den brauchen wir nicht nehmen, aber doch den Kessel, den muss ich hier, da muss ich wenn über 80% ist, das ein Flaschenfilm, ne? Da muss ich mir quasi das hier muss ich da hinbauen, weil ich hier das Fuel Oil verpacke, was ich dann noch hier drüben wieder verheize, ne? Also was dann ab und zu mal hier reingepumpt wird. Ist nichts da, aber naja, wir wissen ja, da wofür wir das gemacht haben. Gut, okay. Aber jetzt steht hier gerade alles, weil das Material hier nicht wegkommt. Das hatte ich fast in... in der Form erwartet. Das werden wir dann aber eben in der Form lösen hier. Dass wir da erstmal
in der Extended Version einen Kanister vollfüllen. Und eigentlich sollte Schmiermittel nie zu viel da sein, aber naja, kann ja passieren. Aber wenn wir da die ersten 100.000 Liter erstmal voll haben, das Problem ist ja, dass jetzt nicht alles gleichzeitig arbeitet. Und das, was Schmiermittel verbraucht, gerade kein Schmiermittel verbraucht, weil das fertig ist, was das Schmiermittel braucht. Ne? Also das Schmiermittel brauchen wir ja nur hier in der Stelle. Und deswegen ist das halt jetzt, ja, das Problem. Aber gut, egal. Das kriegen wir schon hin. So, das heißt, wir bauen jetzt diese Splitting-Sachen hier. Jedes Mal klicke ich da vorne auf diesen Dosslichen. Das ist doch aber auch, ich bin aber auch manchmal, also wirklich. So, wir brauchen dafür erstmal eine Gasraffinerie, die uns auch noch ein Abfallprodukt herstellt und dazu noch Natural Gas Liquids, die wir dann splitten können in einem solchen. So, das heißt, wir brauchen eine Gasraffinerie und eine Gasraffinerie. Das ist ja mal Gasraffinerie. So. Und noch eine Gasraffinerie. So. Sieht alles noch irgendwie halbwegs verträglich aus. So, ihr macht das und du machst das. So. Das heißt, dieses Rohr geht dahin. So, und dieses Rohr geht dahin. Dann brauchen wir ein bisschen Electricity. Aber auch wieder gebaut wie von einem Anfänger. Unfassbar. So. Und dann machen wir hier einen. Ah, haben wir gerade nicht auf der Tasche. Müssen wir eins produzieren. Nuff, nuff. Weg. So. Das Zeug kann einfach weggeschmissen werden. Das Zeug kommt hier rein. So, und hier machen wir uns dann drei große 100.000 Liter Tanks. Eins, zwei, drei. Muss noch gucken, welche Flüssigkeit ich von den dreien brauche. So, Ethan, Butan und Methan. Was war das hier? Anifrag an der Stelle. Methangas. Hier angefragt. Was ist das hier? Butan, Ethan, Methan. Das ist natürlich genau das, was rumliegt. Oder was? Mache ich jetzt falsche? Warte. Butan, Ethan, Methan. Ja, das ist genau das, was hier oben liegt. So. Das muss ich jetzt irgendwie hier ranbekommen. Das heißt, ich könnte hier eine Steigleitung hoch, dann hier oben und dann darüber. Wa? Das müsste ja klappen. So, und dann müssen wir gucken, produziere ich? Ich produziere ausreichend dafür, ne? Also ich brauche das hier drüben nicht mehr. Das kann ich abklemmen hier. So, das kann raus. Kann die Leitung auch raus. Vielleicht eventuell ergibt sich dadurch natürlich noch ein anderer neuer Weg. So. Und dann klemmen wir das jetzt hier an. Und ziehen die Leitung nach oben. Ja, das ist natürlich... Ist das praktisch? Kann ich hier drunter nicht lang? Was ist jetzt los? Kann die Trollpipe nicht da führen? Also, ich glaube, ich kann auch hier drunter lang, ne? Sollte nicht wieder stören. So. So. Dass das jetzt wieder um eins nicht geht, ne? Das ist auch wieder... Ob ich hier runterkomme, heile. Wo muss ich denn? Achso, warte mal, das ist... das brauchen wir. Ich
Muss hier, du bist da. So. So. So, mal gucken, ob er sich beschwert, dass ich da irgendeine falsche Flüssigkeit jetzt zusammenbringen will, wenn ich die Pumpe bauen will. Und natürlich ist da kein Strom. So. Nee, gut. Und dann machen wir hier 80% Ventile dran und schmeißen weg. Ach komm, ich mach's mit den Fackeln. Es sieht einfach schöner aus. So. Das heißt, wenn hier über 80 Ventil ist, dann geht das da rein. Wenn da über 80 ist, dann geht das da rein. Und hier oben, das wird alles abtransportiert und hat dann seine Daseinsberechtigung. Hier wird es einfach weggeschmissen, weil Acidgas kann ich mir nicht vorstellen, dass es brennt. Deswegen schmeißen wir das so weg. Aber okay, theoretisch kann ich es auch über Fackeln machen. So, was ist hier los? Ausgang voll. Und zu viel Sulfur-Dioxingas. Das ist jetzt echt passiert, dass wir zu viel Sulfur-Dioxingas haben. Das ist doch nicht schön. Wieso produzieren die hier eigentlich? Ah, weiß ich auch nicht. Ich habe gar keine Forschung angemacht. So. Zu viel Sulfur-Dioxingas. Muss ich das hier ganz kurz mal zurückleiten in diese Fässer oder was? Ich weiß nicht, wo ich das hier oben nochmal brauchen kann, aber ich habe keine Ahnung, irgendwo wird es vielleicht gebraucht. Die Richtung darf es durchlaufen, in die Richtung nicht. Ne? Dann müsste jetzt hier sozusagen die 80% eingehalten werden. Dann müsste sich das ganze System irgendwann auf 80% einpendeln. Und dann drückt das jetzt natürlich dieses Rohr, was vorher herb transportiert hat, jetzt zurück. Dann sollte das hier wieder ruhen. Ja. Okay. Ja, okay. Hätte ich da auch einen Kessel hinstellen können, ne? Von der Breite. Na egal. So. Gut. Alles klar. Das erledigt sich dann hier wieder von selbst. Hier wird hergestellt. Da wird hergestellt. Ach so. Die stellen wieder her, weil sie jetzt den Nafta kriegen, ne? Genau. Das war ja das Problem, warum ich das hier hingebaut habe, weil nämlich kein Nafta mehr da war. So. Wo haben wir noch Möglichkeiten, dass das System überläuft? Theoretisch hätten wir hier beim Schmiermittel einen Überlauf, hier das, den Überlauf könnte man auch haben, bin ich aber nicht sicher, naja, müssen wir mal gucken, also beim Rohrgas, naja gut, jetzt werden wir sehen, irgendwo wird es verstopfen zwischendurch, wir gehen erstmal in die Forschung und hier haben wir den Boiler erforscht, weil wir den da gerade an der Stelle brauchten. Und dann forschen wir jetzt weiter an, ja, ist ja egal, was wir machen, ne? Wir können alles Mögliche machen. Wir können hier die Electric Furnace, die besseren, bauen. Wir können hier diese Resin-Produktion noch machen, wo wir dann mal gucken könnten, ob wir dann natürlich mehr Resin rauskriegen aus den ganzen Sachen. Was haben wir hier Schönes? Das ist Plastic 3, da hat man Liquid Plastic aus anderen Gasen. Hier haben wir nochmal eine Advanced Gas-Raffinerie, die wir sogar herstellen könnten. Die uns dann nochmal, was macht der denn hier? Nitrogendioxingas und produziert die Nitrig, was? Die Nitrogen Tetroxidgas. Wie denn?
Aus Rohmaterialien, alles klar. Das muss ja schon irgendwie. Das ist, also da sind wir, ne? Also ich sag mal so, ich habe von Chemie bin ich bis zu den Alkan, Alken, Alkiden durchgekommen. Und ab da an habe ich dann irgendwann auch gedacht, so, ja, nö, ist okay. Schön, dass es das gibt, aber ist absolut nicht mein Interessengebiet. So. Haben wir hier irgendwas? Ah, guck mal, hier unten hat man noch ein paar Advanced Smelting-Geschichten, wo wir dann auf andere Art und Weise das herstellen können. Ich glaube, das klingt ganz gut. Das könnten wir mal erforschen. Damit wir da eventuell mehr aus unseren Rohstoffen machen. Das ist alles diese Coolant-Geschichte dann, die da zustande kommt. So. Aber ich bin schon mal froh, dass unser Forschungs-Apparillo, sag ich mal, sehr kompakt gebaut, sehr... ist nicht unbedingt straightforward gebaut, also dass man da deutlich irgendwo ein System erkennt. Ne, hier oben haben wir es mal so versucht, hier haben wir es wieder mit versucht mit ein bisschen Aufbau. Ist alles nicht so, sag ich mal. Ne? Und es ist sehr viel auf Roboter bringen uns Waren angebaut. Also das kannst du nicht isoliert so stehen lassen. Was man aber jetzt machen könnte oder was man jetzt sieht, ist eigentlich, dass wir es wirklich in einem Viertel reinkriegen würden. Also hier wären hier die Gleise lang gegangen. Gut, hier unten nicht. Ne? Da sind wir ein bisschen drüber gegangen, über die Breite. Aber man könnte das ganze Ding sozusagen auf den Kopf stellen. Und könnte hier einen Anlieferungsbahnhof machen, der uns alle Waren, die wir anliefern müssen, sozusagen herbringt, in die Kisten einlagert, die dann von den Robotern leergeräumt werden. Also, dass man die Flugwege kürzer hält. Ne? Das ist jetzt ja nicht von hier, von allen Kisten die ganze Zeit darüber transportiert werden müssen. Wir sehen ja alleine, wie viel Strom hier entsteht und wie viel Glas und was hier alles darüber transportiert wird. Das könnte man dann noch durchoptimieren, beziehungsweise dann sogar vielleicht so weit wieder runterbrechen, dass man dann sehr viel mit Förderbändern an die richtige Stelle bringen kann. Denn ich sag mal so, die Kisten, die sind hier alle, ne, also wild verstreut jetzt, wo angeliefert wird, aber das kann man vielleicht eventuell mit einem ausgeklügelten System von Förderbändern durchaus auch wieder geregelt kriegen, dass dann nicht ganz so viele Drohnen unterwegs sein müssen, weil die kosten auch durchaus ordentlich Strom und es sind, naja, gut über 800 sind jetzt unterwegs. Sollte das System mich bis auf 3000 selbstständig auffüllen? Oder habe ich da mal 2500 eingestellt und das sind zu viele geworden? Schon wieder einer in der Tasche hier. So, ein Automüll sollte ich anmachen, hat mir mal jemand geschrieben. So, und hier oben werden auch die roten Chips rausgeholt und alles. Das ist schon mal ganz gut. Das sind die Reste des alten Chipwerks. Sind die voll, die Kisten eigentlich? Ja, gut, so gut es geht voll. Ne? Also da ist ordentlich was drin. Und jetzt gucken wir mal, hier sollten die... Ah, die sind bloß bis 2,5k. Na okay, dann ziehen wir jetzt mal hier auf 3,5k hoch. Dann produzieren wir nämlich hier nochmal ein paar Drohnen, die dann gleich ein bisschen was machen können. So. Okay. Dann gucken wir ja nochmal auf die große Karte. Ich würde sagen, dieses Objekt hier unten lassen wir erstmal so. Sieht auch merkwürdig aus, muss ich sagen. Hm. Naja. Ja, nicht drüber nachdenken, glaube ich. Am besten nicht drüber nachdenken. Schreibt es auch nicht in die Kommentare, wie es aussieht. Danke. So. Hier müssen wir noch die Dings austauschen. Das machen wir gleich mal. Hier müssen wir noch die Türmchen austauschen. Da, diese. Die müssen wir hier unten mal ganz kurz in dieser Leiste hier austauschen. Bis dahin anscheinend. Den auch noch. Damit die Sendereichweite auch bis dahin geht. Sehr schön. Cool. So, dann haben wir das auch. Okay, was fällt mir jetzt noch ein, Fallouter? Jetzt müssten wir eigentlich uns dran machen, diese ganze Sache hier auch zu lösen. Sehr viele Sachen wegzuschmeißen, das ist okay soweit. Das Fuel Oil werde ich hier durchlassen. Da werde ich jetzt hier kein Reduziererventil mehr dran haben. Das müsste hier sein. Nee, wo ist denn das Reduziererventil? Doch, das müsste hier drin sein, ne? Jetzt aber noch eine Pipe dran. Wo ist denn das? Hier ist das drin, alles klar. Das werden wir jetzt hier einfach durchlassen, dass das da wegkommt. Aber hier werden wir die Produktion einstellen. Ja, okay, danke.
Habe ich denn alles in der Tasche, was ich nicht brauche? Da haben wir was, da haben wir was. So. Wo ist denn eigentlich, kann ich hier, wo ist denn Automüll? Automüll muss ich doch hier drüber einstellen, oder? Ich muss ja sagen, dass ich maximal nur die so viel haben will, oder? Oder gibt es dann noch irgendwo was? Automatischer Abfall, ja. Ja, das ist ja auch Blödsinn, wenn ich da alles auf Null stelle. Ich lasse das erstmal wegbringen. Na, mehr ohne Lagerkiste, die es kann. So. So. Dann machen wir hier die Produktion aus. Das kann ich alles wegreißen hier jetzt, ne? Oh ja, guck mal, hier ist ja auch nicht was unterwegs. Wo sind die denn dann unterwegs? Oh, Chips, sonst irgendwas. Alles in der Forschung? Alter. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich glaube, das müssen wir wirklich noch ein bisschen, da muss ich noch dran arbeiten. Also man kann es so machen, aber... Es ist ziemlich viel Verkehr. So, aber das heißt aber auch, dass hier unten, jetzt müsste doch eigentlich, ich meine, wie hoch ist mein Stromverbrauch eigentlich gerade? Oha! Holla, die Waldfee. Alleine 1,5 Gigawatt gehen nur in die Roboter rein. Das hat schon mal so das Genick gebrochen. Wisst ihr das noch bei dem alten Spielstand, wo ich dann mit Sand, mit mal die Roboter sollten mir den Sand reinlegen in die und dann. Da ging es ja auch da. Uiuiui. Okay. Hier ist das lila, aber das ist Roboport. Roboport 4. Was habe ich denn da gemacht? Dass damit mal so viele den Strom haben wollten. Okay. Okay, gut, ja. Nee. So, die Forschung ist übrigens fertig. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt haben wir nämlich hier unten noch Advanced Chrome Cast. Das ist sehr gut. Da haben wir schön. Das sind alles schöne Produkte, die wir dann noch erstellen können. So, dann haben wir hier Heating Shield Research schon. Das bringt uns ja dann in Richtung Rakete, ne? Theoretisch könnten wir dann schon Raketensilo, das nächste Labor machen und die Dinger. Und da brauchen wir dann jemals Effekt Satellit. Da brauchen wir, ja, ja. Weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Raketenbrennstoff, Radar, Leichtbauteile, Raketensteuereinheit, okay. Ermögliche Satelliten ins All zu senden, von denen ihnen wissenschaftliche Daten zu empfangen, welche für die Produktion von Wissenschaftspakete Weltraumforschung genutzt werden. Wo kriege ich die Pakete? Nee, die kriege ich hier nicht. Nochmal ein anderes. Labor, dann kommt hier das Wissenschaftspaket weiß. Okay. Also da wird es natürlich dann auch nochmal richtig interessant. So, wir wollten uns aber, ach so, ja genau. Wollen wir uns darum kümmern in der nächsten Folge? Ich glaube, wir kümmern uns die nächste Folge darum, dass wir den Anzug bekommen. Das heißt, wir werden dann versuchen, erstmal im Kleinen diese Module herzustellen. Und also erst wirklich im Kleinen, nur so für mich, damit ich diesen Anzug mir bauen kann. Ich glaube, das machen wir in den nächsten Folgen. Ich werde jetzt aber erstmal ganz kurz auf die Uhr schauen müssen. Na, wie ist sie denn? Hier haben wir sie. Ah doch, eine kriegen wir noch hin. Das kriegen wir noch hin. Eine kriegen wir noch hin, bevor es losgeht mit Formel 1 wieder. Und dann probieren wir uns da mal, dass wir die Anfänge für diesen Anzug machen. Und nach dem freien Training machen wir dann weiter. Und dann ist der Sonnabend ja schon wieder gerettet. Ruhiger Sonntag. Ist immer der beste Samstag. Bis dann. Tschüss.